Ciao, ihr wunderschönen Menschen. Willkommen zu einem Match, das bald vorbei ist, aber nichts macht. MW2 wird gespielt. Schönes, wunderschönes altes Spiel. Da bleibt mir ja die Sprache weg. Und heute lasst uns schütteln die Hände. Heute geht's mal ein bisschen um die Peter. Ja, die Peter erregt Aufmerksamkeit durch. Ja, die Beteiligung oder einfach das aufmerksam machen auf sich bei Spielen größtenteils zurzeit. Man hat jetzt gehört von, ja gut, bei Mario ist es länger her ein bisschen, aber auch, ja, das neueste Beispiel ist eben Assassin's Creed 4 Black Flag, wo sie rum, ja, meckern. Oh mein Gott, man kann doch da Wale schlachten, diese armen Wale. Ja, oh mein Gott, denkt man sich, da als normal denkender Mensch. Weil es halt einfach bloß ein verficktes Spiel ist, warum regen sich da Menschen auf drüber? Und was wollen sie damit ändern? Es ist ein verficktes Spiel, ich sag's nochmal. Was hilft es, wenn ich in einem Spiel irgendwie jetzt verbiete, dass Wale abgeschlachtet werden, aber im echten Leben? Da, wo es wirklich zählt, da gibt's keine fucking Scheißänderung. Ja, wenn die jetzt sagen, oh mein Gott, aber in dem Spiel haben sie es schon verboten, dann hören wir auf mit dem Walschlachten. Ja, scheiß auf den Walöltank-Ding, was man da halt bekommt. Es geht Peter nicht, es geht Peter null um das Spiel, es geht... Entschuldigung. Es geht Peter null um das Spiel, es geht Peter null um irgendwie, dass sie... die Spielewelt verbessern oder so ein Scheiß. Nein, darum geht's gar nicht. Es geht Peter alleine um Aufmerksamkeit. Peter will Aufmerksamkeit dadurch, ja, erwecken. Damit, ja, dass er einfach sich aufmerksam machen, dass Menschen darüber lesen, über die Peter und dann denken, ja, die sind ja scheiße, ich gehe mal auf ihre Seite und beschwere mich. Und dann sehen sie vielleicht auf der Seite oder irgendwo, was irgendwie mit Peter zusammen hat, weil man informiert sich doch mehr, vielleicht schaut man einfach mehr nach, was soll's. Kommt man dann trotzdem durch, ja, die dumme Schlagzeile eigentlich mehr in Peter in Kontakt. Und ja, liest dann, ach, die machen das ja auch, das ist ja toll. Und Peter will durch die ganze Aktion nur Aufmerksamkeit erregen. Die wollen niemandem helfen, die wollen nicht Spielern irgendwie vermitteln, schlachtet keine Wale in dem Spiel, bitte nicht. Don't watch. Don't. Ja. Und genau weil er das jetzt hier gesagt hat, voten alle. Das könnte man pädagogisch erklären, ja, weil alle Menschen böse sind. Aber darauf komme ich, hoppala, nochmal. Und ich finde es halt schon ein bisschen, ja gut, es klappt, vielleicht. Man hat es ja auch damals bei dem Mario-Skandal gesehen. Oh mein Gott, man kann sich verwandeln in Mario, den Klempner, der auf einmal einen Pelz aus komischen... Tiersachen trägt. Was war das? Ein Fuchspelz oder ein Wolfspelz? Irgendwie sowas. Da denkt man sich als normal denkender Mensch, scheiß drauf. Ja, scheiß drauf. Was soll's? Es ist bloß ein fucking Spiel, hey. Warum kümmerst du dich nicht um echte Sachen, die wirklich jemanden betreffen? Und Ding, nee, die schreiben da einfach bloß ein bisschen hin, haben da Aufwand von, ich weiß nicht wie viel Minuten, also nicht viel oder maximal ein paar Stunden Aufwand für eine Rückmeldung, für einen Erfolg, der das locker wieder reinbringt. Ja, also das ist halt so eine Masche oder einfach ja eine Idee von Peter, eine Geschäftsidee vielleicht auch von Peter. Ja. Und es ist halt, ja, mein Gott, ne, ist halt da. USK weiß, dass junge Menschen Spiele spielen. So, mal ganz kurz unauffällig nächstes Thema aufgeschrieben, was mir eingefallen ist gerade. Oh, was haben wir denn, was haben wir denn, was haben wir denn? Die UMP ist schön und immer wieder kleines, kurzes Free-for-All-Match, weil ich will euch ja nicht mit dem ganzen Battlefield 3 hier, ja, nerven oder so, oder überhäufen. Uah! Da bin ich ja gar nicht erschrocken gerade. Das ist ja, also das kann ich ja nicht verlangen von euch, dass ihr immer bloß die, immer dieses gleiche, Battlefield 3 Zeug anschaut. Könnten sie mal aufhören, mich beim Spawn zu töten, ne? Mensch.
Und deswegen auch ein bisschen Modern Warfare 2 Free for All Spaß. Ja, Free for All, Fun for Everybody. Ja, weil Everybody in neue Apps, weil Everybody jetzt mit E beginnt. Könnten die mal aufhören? Also, die sind mir ja alle verdächtig, weil sie verdächtig kacke sind. Ne, ist ja auch irgendwie, das erweckt irgendwie den Gedanken, dass alle hacken. Ja, hat mich gesehen, sehr gut. Also, der hat mich gesehen, da sage ich gar nichts. Ne, da war ich halt ein bisschen scheiße. Ich könnte euch einen Tipp geben. Wo bist du? Company of Heroes. Das Spiel ist ein Spiel. Sehr cooles Spiel. Wo sitzt du denn? Mensch. Company of Heroes ist ein sehr schönes Strategiespiel und macht mit Freunden unglaublich Spaß. Ich werde es zocken. Ja, ich werde es zocken mit Kumpels mit 2 an der Zahl. Freitag und das wird eine richtig geile lange Session werden. Hey, das ist so geil, wenn du ein Spiel hast, wo du dann gegen deine Kumpels spielst und so ein Scheiß. Das ist echt eine coole Sache. Hey, kennt ihr denn da auch noch Spiele, in denen man, ja, von mir aus über Internet auch, also über LAN? Nee. Ah. Von mir aus an einer Konsole oder auch Internet, weil wir haben ja 3 PCs dann hier stehen. Ist auch möglich. Gute eben Koop-Spiele. Die würden mich interessieren. Es gab mal ein Spiel. Das war ein unglaublich episches PS2-Spiel. Da musste man, da hatte man einen Panzer und musste gegen andere Panzer kämpfen. Vielleicht konnte man sie anmalen und so einen Scheiß, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ja, war es so in der Art irgendwas. Man konnte mit gegen Panzer kämpfen, hatte selber einen Panzer. Und das war so schön gemacht, dieses Drecksspiel. Das war der Wahnsinn, wie schön das gemacht wurde. Echt wahr? Ja? Das war so ein schönes Spiel. Und ich werde jetzt mal auch bald euch was verraten zu meinen lieblingsalten Spielen und wie ihr echt verdammt viel Geld sparen könnt. Das kann ich aber jetzt gerade nicht sagen, weil ich will ja eure Aufmerksamkeit behalten und deswegen sage ich es im nächsten Video. Ja, toll, oder? Ach ja, und es gibt ein Gewinnspiel, wo ihr irgendwas gewinnen könnt. Sau teuer. Aber ich sag nicht wann. Hahaha. So doof. Kann du mal aufhören zu rapen? Ja. Ja, ist auch tot, natürlich. Ich bekomme nichts. So, endlich habe ich mal den Typen hier umgebracht, hey. Das ist ja eine Blamage. Letztes Mal war es ja fast besser, hey. Mein Gott, letztes Mal ging es um irgendwas anderes, weiß ich nicht. Um was? Nicht schlimm. Nee, also das ohne Schalldämpfer, das ist vielleicht nicht so schön hier. Das kann ich aber hier nicht weiterempfehlen. Und wenn ihr Fragen habt, wahrscheinlich habt ihr keine Fragen, zum Thema, ja, Pädagogik und Psychologie und so ein Scheiß, ja, könnt ihr mir die stellen eigentlich. Ich mache gerade mein Abitur da drin und das ist mein Hauptfach. Und ich kenne mich da ein bisschen aus, ne, mit Freud, Watzlawick und so ein Scheiß. Ja, ja, ja. Ist sau, ich finde das sau interessant auch, ey. Das ist echt ein schönes Fach, wenn man versteht, was in Menschen vorgeht, warum Menschen das machen. Wenn jetzt der eine sich scheiße verhält, warum er sich scheiße verhält. Sau interessant wirklich, ey. Also sowas ist echt interessant. Das sollte man schon in der ersten Klasse lernen eigentlich. Ja. Ja, aber das ganze Zeug auch, was bringt mir, ich bin in der 12. Klasse jetzt, was muss ich denn, warum, wann muss ich später das anwenden zum Beispiel? Wann muss ich jetzt als Otto Normalverbraucher irgendwie, ja, Protein, Biosynthese, Transkription, Translation, wann muss ich wissen, was der Unterschied zwischen einer DNS, einer RNS ist? Zum Beispiel, ja, dass bei der DNS der Zucker Desoxyribose ist und bei der RNS nur Ribose. Dass bei der DNS ein Doppelstrang ist und bei der RNS ein Einzelstrang. Das muss ich doch nicht wissen, ist doch scheißegal eigentlich. Also, das interessiert doch wirklich keinen. Und die wenigsten werden es anwenden. Es gibt wenige, die es studieren wollen, irgendwas anderes damit machen, keine Ahnung. Die brauchen das, klar. Bist du unsichtbar gewesen oder warst du Clown? Ja, die brauchen das. Aber so generell, so für die Allgemeinheit gilt eigentlich, man braucht es eigentlich im späteren Leben gar nicht mehr. Wenn man jetzt nicht Biologe wird
oder irgendwas anderes. Ja, ich werde nie wieder wissen, ja, was das Watson und Crick Modell ist und DNA, Doppelhelix und was Basenpaare sind, Thymin, Thymin, Adenin, Guanin und so ein Scheißdreck. Ich werde nie wieder wissen, brauchen. Ja. Was ich Tolles machen kann, wenn ich jetzt, ich hab hier lesen stehen, ja, lass eine Schulmannschaft irgendwie ein Gewinnspiel machen, das keiner interessiert, und die Gewinner, können sich aussuchen, was sie bekommen, und, man gewinnt eine Rose, ja, weiß ich nicht, zu 50%, und eine Rose kostet aber irgendwie 10 Euro, und jeder Junge muss dann irgendwie Geld dafür bezahlen, dass er das dann kaufen kann. Und dann, ja, wie viel gewinnen jetzt da, wenn die Glückszahl der Mädchen 3 ist? Und, oder lauter so Aufgaben, die man halt nicht mehr braucht. Es ist zwar interessant und alles, das außer es ist auch, es macht mir Spaß, aber man braucht es halt nicht mehr. Oder eine Aufgabe, die keiner von euch lösen kann. Wie ich finde, ja, Dury klaut einen Mercedes oder klaut einen BMW und will den verkaufen, verschachern am Schwarzmarkt für 2500. Er bekäme aber bloß 1500 dafür, für die alte Mühle, klaut deswegen noch einen Audi von seinem Kumpel oder einen Golf, er hat natürlich einen Golf von seinem Kumpel, Otgar, ne? Otgar wiederum hat an dem Tag seine zwei, ja, eine AK dabei. Und zufällig noch eine kleine Handfeuerwaffe, eine PP2000, das ist eine andere, egal, hat er dabei. So, jetzt schießt er erstmal Vormittag, ja, Hatschkas Gang zu Tode, verbraucht 200 Kugeln. Mittag schießt er aus Versehen, kommt er aus Versehen auf den Drücker und schießt 50 Kugeln in Sand. So. Jetzt hat er aber erst eine Lieferung Kugeln bekommen und muss neue zahlen. Die wollte er mit seinem Golf kaufen. Den kann er aber nicht benutzen, weil er eben geklaut wurde von Hans, dem Bruder von Edgar. Und so eine Scheiße brauche ich nicht mehr, ja. Also, der Rest war ein bisschen verwirrend. Ich bin selber nicht mal mitgekommen. Schreibt mir die Antworten auf die Fragen in die Kommentare. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bleibt so schön. Habt ihr eine Meinung? Entschuldigung, es war gehustend. Habt ihr eine Meinung zu Sachen im Thema, braucht man Schulzeug später und warum lernt man das? Warum lernt man das? Ganz klar, man muss irgendwas muss man festmachen, ja, wie kompetent ein Schüler ist. Ein Schüler muss Leistungsnachweise bringen, wenn er die gut bringt, wenn er jetzt zum Beispiel Quali schafft, passt, ja, nächstes M-Klasse zum Beispiel oder Realschule, passt, FOS 12, 11, passt, 13, passt und so weiter, ja. Man muss ja das irgendwann messen können an irgendwas. Ich kann ja nicht sagen, ja, jetzt kommt's alle in meinen Betrieb, ich gebe euch 3 Millionen Euro. Was sind denn das für Zahlen? Ja, bis zum nächsten Mal. Bleibt so schön und...